So, was ich gerade sagen wollte. Es wird Tag in der Welt von Tai. Oh Gott. Geh. Xenon Sturmkind. Ein Ichthyr-Held. Ja. Hey. Das zählt nicht. Das ist... Wo bin ich denn? Wozu? Oh Gott. Oh Gott. Oh, wo muss ich denn jetzt wieder lang? Was? Da ist ein Vieh. Bin ich jetzt zurück oder was? So lang hier. Wie komme ich denn da rauf? So müsste ich... Ich bin gerade total... Nee, hier geht's hoch, ne? Genau, okay. Dann gehe ich doch richtig. Also aus diesen Karten werde ich nicht schlau. Definitiv nicht. Da muss man sich, wenn dann schon merken und abzählen, bei welcher Etage, bei welcher Terrassenetage es jetzt in welche Richtung geht. Ansonsten ist man hier verloren. Und das ist nicht schön. Nein, nein. Okay, hier war ich. Da ist auch mein Spielergrab, müsste mein... Genau da. Nein, noch ein weiter? Noch ein weiter, wunderbar. Der Typ... Oh, er hat wenig Leben. Das gefällt mir. Zack, wunderbar. So will ich das hier sehen. Nur ohne das Sterben. Jetzt geht's hier auch noch weiter. Boah, Leute. Ich will doch einfach nur weiter. Oder geht's hier... Ah, hier geht's... Okay, zwei Wege zum Ziel. Meinetwegen. Hab ich persönlich nichts gegen. Hey, du, renn nicht weg. Das ist unhöflich. Zack. Und da ist oben wahrscheinlich hier gleich der Eingang. Ins Innere des Tempel von Marduk. Aber da werden wir noch nicht auf den Telkine treffen. So viel kann ich schon mal sagen. Der ist bestimmt schon längst. Das ist ein geiler Brunnen. Das ist ein richtig geiler Brunnen. Da kommt doch alle her. So. Könnt alle nichts. Was? Was ist das denn gerade? Da hat irgendeiner so ein Fangnetz geworfen, aber hat sein Ziel offenbar nicht getroffen. Was für ein Trottel. Zack. Okay, ich dir weste noch mehr kannst du nicht tragen. Ach Leute. Was mir gerade mal so auffällt, ich habe hier diese Ansturm. Gott, hier habe ich auch noch so viel Zeug. Sowas zum Beispiel, Waffentraining. Ja, die Übung mit Schwerte. Hacken, eine Technik des doppelten Einsatzes. Ach genau, das war hier der doppelte Schaden. Waffentraining. Brauche ich das? Vielleicht. Ich lasse es einfach mal. Nur um jetzt auf ganz böses hier Erfahrung auf Hau raus Erfahrung zu bekommen, werde ich meine alten Fähigkeiten... Ohoho, ha, der Tempel des Marduk. Oh Gott, mehr Ebene. Was, geh da rein, geh da rein. Hoher Tempel mit mehreren Etagen, ich hasse es. Das endet in Titanquest immer in so, oh nein. Oh Gott, was ist das denn? Kriechender Schleim, der aber gar nicht mal so stark ist. Oh Gott, der aber schießen kann. Also die Viecher, das ist schon... Noch mehr kannst du nicht tragen. Noch mehr kannst du nicht tragen. Ich denke, jetzt wisst ihr so, was ich so mit der... Topografie des Orients sagen will. Man kann einfach nicht genau sagen, wo man jetzt genau auf der Erde ist. Es kommen mehrere Sachen in Frage, aber... Oh. Wenn ich das beißende Sichelschwert wegtue... Schaden macht es dann 32 bis. Was so? Warum krieg ich. Wiedersehen. Was zur Hölle ist das denn? Dieses Sichelschwert hat 19 bis 24 Schaden. 10% Durchschlagen, Geschwindigkeit schnell. 11 bis 20 Kälteschaden. Und das Ding hier hat 32 bis 37 Schaden. Warum macht der. Warum ist der durchschnittliche Schaden niedriger? Vielleicht, wenn ich das hier tausche. Nein! Warum? Ich verstehe die Rechnung nicht. Das Ding macht mehr Schaden und das hier macht bloß ein bisschen mehr Kälteschaden. Wird der Kälteschaden, der wahrscheinlich wird der Kälteschaden dann natürlich noch zugerechnet, aber nein! Nein!
Nein, nein, ich, nein. Wow, seid ich sogar noch mehr, wenn ich das Siegelschwert des Verzehrens da wegtue. Nur wegen dem Kälteschaden. Okay, mach ich so. Hab ich kein Problem mit. Hallo? Hallo. Zack, 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 zack. Oder, warte. War das Teil cool, ne? Die beiden Ichtier-Rüstungen lieber halte ich. Viel Glück. Genau, und Tränke, wenn ich schon mal da Was bin. Was gibt es? Oh, wir können hier sogar direkt bessere Tränke kaufen. Das freut mich natürlich. Kostet dann natürlich, denke ich mal, 3800, ja. Geht aber wohl, würde ich mal fast behaupten. Ja, wohl sieht, ja, zieht ganz schön an unserer Geldbörse. Aber egal, jetzt haben wir wenigstens, sind wir komplett auf bessere Tränke umgestiegen. Ich fühle mich jetzt... Wiedersehen. Gewappnet. Nein, nicht mal im geringsten, aber... Es macht Mut, wenn man das sagt. Ach, egal. Wird schon irgendwie schief gehen. Ich muss demnächst mal sowieso eine ordentliche Stadt finden, wo ich auch ordentlich, wo es ordentlich Zeug gibt. Wo es auch einen Karawanentreiber zum Beispiel gibt, wo ich meine Sachen ablegen kann. Aber da werde ich jetzt nicht noch extra irgendwo irgendwie zurück. Oh Gott. Aber es gibt wieder die Schatten. Was mir natürlich gar nicht gefallen will. Zack, alle weg. Aber hier geht es wahrscheinlich nicht weiter, nein. Denke ich mal da lang. Die Richtung sieht mir vielversprechender aus. Vor allem durch den Schrein. Ein Schrein der Erfahrung. Das ist doch schön. Das ist, was mich freut. Magischer Schleim, ey. Wer denkt sich sowas aus? Vor allem, wie kommt man... Oh, Aristoteles Punkt voller Beinwicke. Ist wahrscheinlich, dass die 38 Rüstung... Weniger Schaden dafür, aber... Oh, ganz schön viel Zeug. Gibt sogar mehr Schaden. Also das Teil hier, glaube ich. Warum? Plus Intelligenz, plus Energie, plus bla bla bla. Okay. Weniger Rüstung und mehr Mana. Ich behalte es erstmal an, warum? Oder? Hey, komm, ich behalte es einfach mal an. Warum denn nicht? Liebe Leute. Jetzt haben wir schöne Beinwickel an den Füßen. Besser als die harte Leder-, Bronze- oder Eisenrüstung, die der arme Charakter sonst immer mit sich rumschleppen muss. Jetzt haben wir mal neues Zeug. Gegönnt. Tempel. Oh, ne, Ebene 2. Aber dafür ein... Wow, die Karte hier oben sieht ganz schön verpixelt aus. Wow, die sieht... Alter. Da ist bei euch irgendwas schiefgelaufen. Liebe Entwickler. Oh Gott, ich dachte, ich wäre euch los. Da sind sie wieder. Die Rattenmenschen. Gab's die... Gab's die in Ägypten oder nur in Griechenland? Egal, jetzt sind sie auf jeden Fall wieder da. Das freut mich nicht. Nicht im geringsten. Ungezieferkönig. Ja, davon gibt es wahrscheinlich auch mehrere. Die sich das Reich des Ungeziefers teilen. Was bestimmt voll cool ist, sowas zu regieren. Okay, die sehen... Wow, die sehen schon ein klein wenig böse aus. Und alle sind... fast alle sind überlevelt, aber das kennen wir ja mittlerweile. Bei Titanquest sind alle Gegner über unserem Level, bei Divinity 2 ist es genau umgekehrt. Ja, das dachtest du dir mit deiner dämlichen Giftflasche da, was? Kleiner ungezieferer König. Hier irgendwas? Nö. Nö, nö, nö. So. Dann schauen wir doch mal.
Da, oh, Zeug. Aber egal. Alter! Zieh mir die auch schon so viel direkt beim ersten Mal ab. Was soll das? Das gefällt mir nicht. So, was gibt's in der geilen Truhe hier? Ah, alles. Schön gelbes Zeug. Okay. Runter ist der einzige Weg. Warum baut man hier sowas ein? Einfach so Bereiche, wo man aufgrund von Beschränkungen gar nicht hinkommt, die einfach nichts da sind. Da hätte man sich wahrscheinlich beim Spiel ein paar Kilobyte sparen. Na, ist egal. So, was kriegen wir hier? Froststein. Froststein? Frostschrein? Froststein, okay. Ich dachte mir, das heißt Frostschrein. Och, wie süß, kleine Ratten. Hexendoktor, ja. So wie der aus Diablo 2. Den ich dort sehr gerne spiele, weil er einfach cool ist. Zack. Na? 999 Gold. Na, das passt ja wunderbar. Und hier, oh Gott, hier ist wieder dieser elende magische Schleim. Oh ne, kriechender Schleim. Aber es ist eine magische Kreatur, also passt das schon. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass hier... Ne, hier ist kein Ausgang, kein nix. Gut. Kein Problem. Kann ich so mit leben erstmal. Zack, zack. Was ist da drin? Gold und Gesundheitstrank. Was? Ein normaler Gesundheitstrank? Nein, 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 nein. Also, ein normaler Gesundheitstrank. Ich bitte dich. Das ist ja wohl nicht, das ist unter meiner Würde. Ich benutze jetzt nur noch bessere Tränke. Seit neuem. Hier noch? Ach nee, da geht's ja wieder dahin zurück. Okay, dann geht's hier wahrscheinlich weiter. Also, muss es, es ist der einzige Weg.